Hallo und herzlich willkommen. Darf Sie und euch begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Endstand 2:0 für die Gäste. Dirk Schuster, der Gästetrainer, hat das erste Wort. Ihr Fazit bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ich glaube, die ersten 20, 25 Minuten hat uns genau das gebracht, was wir erwartet haben. Hansa brutal weit vorne drauf, extrem hoch, extrem scharf angelaufen, uns kaum zum Atmen kommen lassen, geschweige denn mal eine Ballstaffette über 3-4 Stationen zu haben, haben uns super gepresst, haben wir Riesenprobleme gehabt, hatten da auch bei der einen oder anderen Schusschance ein bisschen das Glück auf unserer Seite, aber ich denke, so ab der 20., 25. Minute konnte man das alles ein klein wenig beruhigen. Ich denke auch, dass Hansa in den ersten Minuten einen riesen Aufwand gefahren hat, wo sie dann auch mal durchschnaufen mussten. Und da haben wir mehr Ballkontrolle auch erlangen können, haben wir uns die ein oder andere Möglichkeit vielleicht auch rausgespielt, sodass es dann für uns mit 0-0 in die Halbzeit ging, wo wir uns dann nochmal vorgenommen haben, etwas mutiger auch nach vorn zu spielen, was uns in der zweiten Halbzeit dann auch phasenweise ganz ordentlich gelungen ist. Trotzdem mussten wir immer auf der Hut sein, auch bei langen Bällen vorne in die Spitze, bei abgelegten zweiten Bällen, die dann versucht wurden, tief zu spielen, dass da nichts durchflutscht. Ich denke trotzdem, mit dem glücklichen 1-0 kam die Sicherheit in unsere Reihen, hatten dann schon die ein oder andere Möglichkeit, früher auf 2-0 zu stellen, sodass wir dann nach dem 2-0 auch diese ganze Partie relativ abgerotzt nach Hause gefahren haben und in der zweiten Halbzeit sehr viel seriös wegverteidigt haben. Trotzdem Riesenkompliment auch für Hansa Rostock aufgrund der Personalsituation, die sie hier hatten mit, ich glaube, 10 oder 11 Ausfällen, dann so ein Spiel hinzulegen, uns auch alles abverlangt zu haben, richtig draufmarschiert sind und Vollgas gegeben haben. Also Hut ab, wünsche euch natürlich, Jens, für deine Mannschaft, für die restlichen Spiele in der Hinrunde alles Gute, viele Punkte und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dann nutze ich gleich mal die Überleitung, Jens, deine Zusammenfassung. Ja. Ich kann in weiten Teilen Dirk seinem Fazit folgen. Ich glaube, wir sind richtig gut reingekommen und hatten ja, so eine Halbsituation, wo uns ein bisschen die letzte Überzeugung gefehlt hat, um da vielleicht auch in Führung zu gehen. In der Regel musst du dich für so 25 Minuten dann halt belohnen. Dann hatte Kaiserslautern schon noch vom Zug den Abstoß, vom Redondo, diese Doppelsituation, die Markus gut gehalten hat. Zweite Halbzeit sind sie ein bisschen früher angelaufen, da hat man nicht mehr ganz so viel Ballbesitz wie in der ersten Halbzeit. Aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass es bei uns permanent gebrannt hätte. Es gab die eine oder andere Schusschance, die hatten wir auch. Und dann ist es halt die Tragik dieses Spiels, dass wir halt zwei Jungs, die eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben, Markus Kolke und dann Rick van Drongelen, dann mit ihren individuellen Fehlern, sag ich mal, am Ende die Niederlage dann irgendwo eingeleitet haben. Und das ist natürlich ärgerlich, weil das so ein Tor verändert dann den Charakter des Spiels. Kaiserslautern kriegt mehr Sicherheit. Wir haben dann nochmal alles versucht, dann irgendwie auch zu wechseln und zu uns irgendwie, ja, auch mit den Wechseln dann versucht, dann eben doch mal mit langen Bällen vorne festzusetzen. Das hat dann alles nicht mehr so funktioniert heute. Nach dem zweiten Tor war es dann halt irgendwie auch gegessen und das hat man dann der Mannschaft auch angemerkt, dass sie dann halt nicht mehr diese Energie nach vorne hatte. Nach hinten muss man trotzdem eben sagen, sie haben sich dann trotzdem die Konter mit abgelaufen, also auch zuletzt. Am Einsatz hat es überhaupt nicht gelegen. Das haben die Jungs alle hervorragend gemacht. Und deswegen kann man damit zufrieden sein, mit dem Ergebnis natürlich nicht, weil ja, wir werden alle nach Punkten abgerechnet. Und das merkt man dann auch in der Atmosphäre im Stadion danach, dass es dann natürlich extrem unruhig und unzufrieden ist. Das kann ich dann schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, das ist dann halt im Fußball so. Wenn dann eine Mannschaft so eine Situation nutzt, dann gewinnt sie das Spiel. Und dann bist du halt der Verlierer und dann ist das halt extrem ärgerlich. Jetzt müssen wir uns schütteln und dann geht es nächste Woche in Regensburg weiter, wo es ja auch nicht einfacher wird. Und euch, Dirk, weiter auch viel Erfolg. Ja. Ihr macht das gut und wenn ihr immer weiter so das Glück habt wie heute, dann haben wir noch ein paar Punkte. Danke. Vielen Dank, Jens. Gibt es Fragen an die Trainer? Oliver Kramer von der Bild-Zeitung. Herr Hertel, Sie hatten ja in der PK zuvor dem Spiel insbesondere jetzt die angesprochen, die jetzt neu reinkamen und ihre Chancen nutzen sollten. Vielleicht nochmal angesprochen auf diejenigen, die nach dem 0-1-Rückstand reinkamen. Hätten Sie sich da ein bisschen mehr Power und Durchschlagskraft gewünscht?
Na, die ersten kamen ja rein, da stand es noch 0-0. Ich glaube, direkt kurz davor, bevor das Tor gefallen ist. Ja, natürlich erwartet man dann, wenn man dann wechselt, dass dann nochmal ein Schwung kommt. Das ist, hat dann nicht ganz so funktioniert, aber das hing natürlich auch mit dem Tor zusammen, weil das relativ schnell gefallen ist. Und dann, wie gesagt, dann hat dann Kaiserslautern auch mehr wieder aus einer Konterstellung gespielt, wo es dann natürlich immer unangenehm ist, gegen eine Mannschaft, die viel Tempo hat und dann auch ein paar Jungs, die dann auch die richtigen Bälle spielen können. Aber klar, hätte ich mir da mehr gewünscht, aber das ist halt so. Das kann man jetzt auch nicht ändern. Aber ich fand es schon doch, dass die Jungs, die angefangen haben, ob das jetzt ein Schumacher auf der Linksverteidigerposition war, auch ein Dojevic auf der 10 hat das ordentlich gemacht, gute Szenen gehabt und auch die anderen Jungs. Simon direkt wieder auch da, also da konnte man schon auch zufrieden sein. Auch Thomas Meissner über weite Strecken das ordentlich gemacht. Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Herr Hertel, Kai Pröger wirkte sehr unzufrieden, als er ausgewechselt wurde. Täuschte der Eindruck aus der Ferne oder war richtig sauer darüber, dass er runter musste? Ja, ne, kein Spieler wird gerne ausgewechselt. Mir hat die Reaktion trotzdem nicht gefallen, weil so ganz viel ist jetzt auch nicht über ihn dann mehr gekommen. Und wir haben dann schon auch gedacht, wenn stellst du 4-4-2 um, hast dann zwei Große vorne in der Box, hast dann mit Schröder und Lee auf der Außenbahn Jungs, die halt auch Speed und auch nochmal Eingaben bringen können. Dass es am Ende nicht so oft gegangen ist, ist eine andere Geschichte, aber wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie da mit 0-1 und dann irgendwie, dann sagen wieder alle, warum haben wir nicht gewechselt. Das ist dann immer das nächste Argument. Man hat mal eine Idee, mal geht sie oft, mal geht sie nicht oft und heute ist halt nicht oft gegangen. Ist die Aktion dann damit ausgewertet oder wird das nochmal individuell ausgewertet oder ist es damit abgehakt mit Ihrem Dialog? Nee, da spreche ich schon nochmal drüber, weil das hat uns natürlich auch nicht geholfen, weil das dann natürlich auch die Zuschauer nochmal ein bisschen dann wild gemacht hat und das war, glaube ich, in der Situation nicht angebracht. Alle Fragen beantwortet. Dann allen noch einen angenehmen Abend, den Gästen einen guten Heimflug und alles Gute für die Saison.